Herzlich willkommen und ein ganz tolles, wunderschönes Hallo zur ersten Folge von Fernbus Coach Simulator. Und zwar gab es ja gestern im Rahmen eines kleinen Infovideos von mir die Frage, welche Spiele ich so als nächstes auf meinem YouTube-Kanal hochladen soll. Und unter anderem kam dann als Vorschlag der Fernbus Simulator. Und ich habe mir gedacht, ich mache das einfach mal und habe jetzt hier schon so einiges vorbereitet, unter anderem die Option. Hab die Audio vorbereitet, habe das Radio mal ausgeschaltet, weil ich gar nicht weiß, ob man das überhaupt auf YouTube hochladen darf, weil da ja diese Original-Songs laufen. Von daher machen wir den Motor auch mal auf 55, damit das alles mal ein bisschen leiser ist und ihr mich besser versteht. Das machen wir die Hälfte. Klimaanlage, so, das lassen wir auch. Warnblink an, Warnsignale machen wir auf 50. Oh. 50. Radar, das machen wir alles mal so ein bisschen leiser, damit ihr mich besser versteht. ABS machen wir leiser. KI-Verkehr machen wir sowieso leiser. Ankündigung machen wir leiser. So, Umgebung, das macht das, ja, passt. Radio, wie gesagt, aus. Stereo, ja, anwenden. So, dann würde ich sagen, gehen wir auf zurück, gehen wir auf Spiel starten. Gehen mal auf Karriere. Dann machen wir mal eine neue Route. Ich habe das nämlich vorhin schon ein bisschen ausprobiert. Berlin. Machen wir mal Berlin. Potsdam. So. Routennummer machen wir mal. 122 Express. Distanz. Kann ich das nicht? Ah, jetzt komme ich der Sache näher. Potsdam Busbahnhof, genau, so wollte ich das haben. Ist noch nicht als Startroute verfügbar. Du musst diese Stadt erst an. Ah, dann machen wir. Okay. Haltestelle Berlin-Zopp. Und dann. Fahren wir mal. Passt das? Das passt. 39 Kilometer Reisezeit, 34 Minuten. Check-in dauert 2. Ja, dann machen wir das einfach mal. Von Berlin Zentral Omnibusbahnhof heißt das, glaube ich, nach Potsdam Busbahnhof. Speichere das Ganze mal, und ich würde sagen, dann starten wir einfach mal unsere Flixbus-Karriere. Machen auf Arcade selbstverständlich. Anpassen. Default. Flixbus Winter? Nein. Ach so, nee, das ist ja geil. Der sieht doch geil aus, oder? Was? Nee. Italy? Was haben wir denn noch so? Ich habe übrigens die Platinum, nee. Platinum-Version, deswegen kann ich wahrscheinlich hier auch die ganzen. Aber machen wir das. Lassen wir das einfach so. Nummernschild machen wir mal B. F. Nee. B. FL. 2512. Das ist einfach nur mein Geburtsdatum. So. Dann mal gehen wir mal auf zurück. Gehen wieder auf Arcade. Welchen Bus nehmen wir denn jetzt? MAN, Neoplan. Die haben wir noch nicht freigestellt, beziehungsweise noch nicht installiert. Ja, nehmen wir MAN.
Würde ich sagen. Wetter Sonne, Zeit 10 Uhr, Arcade, Datum 9.10. Spiel starten. Da bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert. Errungenschaft freigeschaltet, also das ist jetzt unsere erste, beziehungsweise zweite, meine zweite Errungenschaft. So, setzen uns hier auf unseren Sitz. Checke die Passagiere ein. Wie mache ich das? Einloggen. Zurück zum Spiel. Fahrt starten. Bitte schön. Check-in. Total. Ach so. Aufstehen, eingecheckt. Jetzt. Wie checke ich die jetzt ein? Wie checkt man ein? Wie checkt man ein? Das ist eine gute Frage. Nach Potsdam wollen wir doch. Hä? Ich denn jetzt hab? Ach, leck mich doch. Geht denn jetzt hier ab? Ja, wie checkt man denn ein? Gibt's doch gar nicht. Nein. Nein, mein Gott, noch mal. Muss ich nach draußen gehen wieder? Ja, wie denn? Wie checke ich die Passagiere ein?
Gibt's doch gar nicht. Oh Leute, gibt's doch gar nicht. Wie checkt man die ein? Das gibt's doch überhaupt nicht. Entschuldigung, da muss ich mal eben kurz nachgucken. Einen Moment. Also. Wir sollen die Gepäckluken öffnen. Ja, aber machen sie ja nicht. Ah, jetzt andere Seite noch. Gibt's doch gar nicht. Den macht er nicht. So. Check in. Was ist das, ein Bug oder was? Gibt's doch gar nicht. Also, tja. Oh Leute.
Tja, das Einchecken funktioniert dann wohl nicht. Ist das doch scheiße. Ein schönes Spiel, aber wenn das schon verbuggt ist, also dann macht es einfach keinen Spaß. Ist doch scheiße, ey. Soll nicht mal die Leute einschenken? Das gibt's doch gar nicht. Nein. Ach, das ist doch Kacke. Was mache ich falsch, Leute? Was mache ich falsch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich starte jetzt noch mal eine neue Karriere. Ich versuche es jetzt noch mal. Wenn das auch nicht geht, ja, dann will ich mein Geld zurück. Nochmal neue Route. Wir mal Brandenburg. So, mal Express. 222. Gehen wir hier. Da. Da, Berlin. Potsdam, Magdeburg, Braunschweig. Turin, Hamburg, Dresden. Brandenburg ist gar nicht da. Ah. Achtundachtzig Kilometer. Gut, dann nehmen wir halt Magdeburg. Dann nehmen wir halt Magdeburg. So. Check-in dauert 2. Hat das zu bedeuten? So, gehen wir mal auf weiter. Diesen Dialog nicht mehr zeigen.
Kare. So. Nehmen wir mal einen anderen Bus. B-11-25-12. So. Wir starten. So, dann versuchen wir es nochmal. Wir jetzt eingeschickt kriegen. Öffnen die natürlich hier die Lücken. Hier scheint es dann nicht zu gehen. Okay. Grüezi, bin ich hier richtig? Jetzt geht's. So, Berlin Zopp. Achtung, mein Fernbus und ja. Der will nach Magdeburg, ja, Danke. stimmt. So. Salut, ich hoffe, ich bin hier richtig. Der will nach Magdeburg, ja, stimmt. Buchungsbestätigung. Auf geht's. Wunderbar. Dann der hier. Grüezi, hier ist mein Ticket. Wunderbar. Ach Oh, du ist meine Güte, ungültig. das ist ja die falsche Linie. Tja, da musst du wohl woanders mitfahren. Hi, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Magdeburg Busbahnhof. Sehr freundlich. Ja, der. Tag, das Ticket. Bitte schön. Magdeburg. Auf geht's. Stimmt. Dann die gute Frau hier. Mahlzeit, bin ich hier richtig? Magdeburg Busbahnhof. Danke. Ja. Da habe ich den hier schon. Mahlzeit, bin ich hier richtig? Vielen Ja. Dank. Du. Tag, fahren Sie in meine Magdeburg Richtung? Ciao. Busbahnhof, ja. So. Hallo, hier ist mein Ticket. Dankeschön. Grüezi, hier ist mein Ticket. Grüezi, ab Danke. nach Magdeburg. So. Geh in den Bus. Hab ich sie jetzt alle? Ja, du musst leider warten, du musst woanders mitfahren. So, jetzt muss ich erstmal hier. Achso, geh in den Bus. Ich muss doch die Luken schließen, oder? Glaube ich. Oder wie ist das? Die haben ja ihre Gepäcke da drin. So, schließen. Dann gehen wir in unseren Bus hinein. Dann hier erstmal ein kleines, süßes, hübsches Foto. So, hinein. Hinsetzen. Tür zu, oder? Ja, schließt ja wohl von allein. Also beschleunige. So, fahren wir einfach mal ein Stück. Gucken, wie gut das funktioniert. Also hier hat das Einchecken anscheinend funktioniert und Berlin-Potsdam hat es irgendwie nicht funktioniert, ihr habt es gesehen. Aber ich werde jetzt nicht die komplette Strecke bis Magdeburg fahren, glaube ich, aber mal ein Stück, um das überhaupt mal zu testen, wie das so ist. Karrieremodus. Oh, da fährt ein schöner Iveco. Als Transporter.
So, dann geht's weiter. Oh, ich bin ein bisschen zu schnell. War natürlich jetzt mit Sicherheit Richtung Autobahn. Mit unserem MAN. Wunderschön. 181 Kilometer fahren wir. Ankunft 12.09 Uhr. Also in gut, oder nicht in gut, sondern in 2 Stunden. Und ich werde das jetzt, wie gesagt, nicht zu Ende fahren. Das war jetzt nur mal so ein Test. Um das überhaupt mal zu testen. Den Einchecken und so weiter. Hier ist 80. Wow. Ja, leichter Unfall. Nichts, nichts. Alles gut, alles gut. Schauen wir mal. Boah. Was ein fetter SUV. Magdeburg ist gleich rechts, wenn ich das richtig deute. Darum soll man sich also anschnallen. Wenn der mir reinfährt, kann ich doch nichts für. Voll Pfosten, ey. Ich glaube, ich bin verschüttet. Danke. Ey, ich kann nichts dafür, ja? Die fahren mir in die Karre. Ich glaube, so kann ich besser fahren. So, 129 Kilometer haben wir noch zu fahren.
Ja, es geht ja eigentlich relativ fix mit den Kilometern, wenn man mal so guckt. 115 noch. So ein Rastplatz wäre jetzt mal schön. Gibt es auf dieser Autobahn keinen Rastplatz? Das ist jetzt aber komisch. So die A2. So, schön über den Berg. So, was steht denn da? Rastplatz? Sieht so aus, ne? P, jawohl. Dann machen wir da gleich Pause. Das speichere ich dann einfach ab und dann machen wir da auch mal Schluss, so langsam. So, packen wir da hinter dem LKW. So, gehen wir mal hinein. Und dann ist Schluss hier. So, ich würde sagen, das war's vorerst mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ja, ihr seht es da oben, X222 Magdeburg BFL251. Ich würde sagen, es ist ausbaufähig. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Lasst eure Meinung da in den Kommentaren. Ihr hört mich dann nächste Woche in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Ich mache jetzt hier noch irgendwie Speichern. Genau. Rasten. So.
Ich würde sagen, das war's vorerst von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Bye. Bye.